Heute sind wir auf der bereits 20. Intersolar und ich freue mich sehr, dass ich mit Professor Eike Weber sprechen kann, Leiter des Fraunhofer Instituts für Solare Energiesysteme. Herr Weber, herzlich willkommen. Sehr gerne. Herr Weber, wie beurteilen Sie die aktuellen Photovoltaikentwicklungen bezüglich der anstehenden Förderkürzung, sowohl zum Juli diesen Jahres als auch zu Beginn des nächsten Jahres? Na, erstmal die gute Nachricht. Die Photovoltaik ist an einer Stelle, wo wir auch vor 3 Jahren nicht gedacht hätten zu sein. 2010 haben wir 17 Gigawatt installiert. Es stimmt, dass wir in Deutschland jetzt unter Druck stehen, dadurch, dass die Einspeisetarife sehr schnell gesenkt werden. Und das bedeutet natürlich, dass die Preise sich beeilen müssen, herunterzukommen, sodass die Investoren nach wie vor einen Profit machen. Ich erwarte, dass der Markt für Photovoltaik in Deutschland dieses Jahr sicherlich nicht steigt gegenüber dem letzten Jahr. Das waren 7 Gigawatt in Deutschland alleine. 2020 erwarte ich einen weltweiten Markt von 100 Gigawatt. Und welche technologischen Möglichkeiten stecken aus Ihrer Sicht als Wissenschaftler noch in der Photovoltaik? Oh, enorme. Das Entscheidende ist Effizienz rauf und Kosten runter. Also heute kostet die Photovoltaik in Deutschland etwa 20 Cent pro Kilowattstunde, selbst unter den armseligen deutschen Sonnenscheinbedingungen. Dieselbe Photovoltaikanlage im Süden Europas oder Nordafrika nur die Hälfte, 10 Cent pro Kilowattstunde. Und das ist für mich der Grund, warum ich sage, die Lawine beginnt jetzt global zu rutschen. Und ist denn ein Maximum der Wirkungsgrade in Sicht? Naja, die Wirkungsgrade sind limitiert durch die Physik. Und für Silizium wird das Limit irgendwo bei 25% liegen. Wir können es noch etwas hochpushen durch das sogenannte Photon Harvesting. Höhere Effizienzen sind möglich für sonnenreiche Gegenden. Das ist die sogenannte konzentrierende Photovoltaik. Dort können wir heute schon Zellen einsetzen mit über 40% Effizienz. Auch das ist heute schon zu Kosten möglich, die nicht weit über denen liegen, unserer gewöhnlichen und den Markt beherrschenden Silizium-Photovoltaik. Welche Modultechnologien sehen Sie zukünftig an der Spitze? Also meine Voraussage ist, kristallines Silizium wird immer mehr als 50% des Weltmarktes behalten. Die Dünnschichttechnologie, die darunter leidet, dass die Effizienzen halt notorisch kleiner sind, das werden einen Marktanteil irgendwo von 10-20% behalten. Aber diese konzentrierende PV kann auch einen weiteren Kuchenstück von 10-20% bekommen. Das ist der Weltmarkt, sagen wir mal 2020, den ich mir vorstelle. Bereits heute deckt die Photovoltaik einen Großteil des Spitzenlaststroms. Welche weiteren Vorteile sehen Sie? Ja, der größte Vorteil ist die dezentrale Stromerzeugung. Und die dezentrale Stromerzeugung hat 2 große Vorteile. In den industrialisierten Ländern natürlich erleichtert sie die Netzbelastung. Der 2. Punkt ist natürlich, wenn wir jetzt in Länder gehen, die keine Netzanbindung haben, ist praktisch nur die Photovoltaik in der Lage, kostengünstigen Strom herzustellen. Und das wird nochmal ein gigantischer Markt werden, parallel zu dem Markt der Ausrüstung in den industrialisierten Ländern. Derzeit ist Deutschland Spitzenreiter in Sachen installierte Kapazitäten. Welche anderen spannenden Märkte sehen Sie für die Zukunft? Also wir haben in Europa auch sehr interessante Märkte. Italien, auch Spanien war zeitweise sehr, sehr interessant. Aber dann ist natürlich die große Frage, wird China oder die USA schneller wachsen? Das wird ein sehr spannendes Rennen. Ich habe gehört, dass die USA in diesem Jahr zum ersten Mal 1 Gigawatt-Leistung überschreiten. Aber auch China ist dabei. Für dieses Jahr spricht man von 700 Megawatt installierter Leistung. Und wenn Sie bedenken, dass China die weltgrößten Produktionskapazitäten hat, meine Erwartung ist, dass diese Kapazität nicht aufgebaut wurde, um den deutschen Markt zu versorgen, sondern um den gigantischen Bedarf in China zu versorgen. Die 3 Märkte Europa, USA und China und natürlich dann die kommenden Märkte Indien, Asien und so weiter werden sich ein sehr spannendes Rennen liefern. Also ich vermute, dass Deutschland 2020 nicht mehr der weltführende Markt sein wird, dass er dann von USA und China abgelöst sein wird. Herr Weber, es war toll, mit Ihnen zu sprechen. Vielen, vielen Dank für Ihre Zeit und noch eine spannende Intersolar 2011. Sehr gerne. Danke auch.